1. Ah, super. Die U-Bahn kommt gleich. Am Max-Weber-Platz steige ich dann in die Tram. 2. Und jetzt noch zum Verkehr. Es ist immer noch viel los auf den Straßen. Am Isartor nach einem Unfall Stau in alle Richtungen. Auf dem mittleren Ring... So ein Mist. Wo fahre ich denn jetzt am besten? Komm, Navi, sag mir mal schnell einen besseren Weg. Jetzt rechts abbiegen. Danach in 50 Metern links abbiegen. Na, hoffentlich geht das dann schneller. Drei. Nächster Halt am Gasteig. Vier. Wie immer. Leon ist echt nie pünktlich. Ich rufe ihn jetzt mal an. Das Konzert geht ja gleich los. Die Nummer ist vorübergehend nicht erreichbar. The number you have dialed... 5. Geht es hier nie weiter? Warum fahren die nicht? Ist das nervig. Immer ist so viel Verkehr und immer stehe ich im Stau, wenn ich es eilig habe. Jetzt fahrt doch mal, Mensch. Das gibt es doch nicht. Hallo? 6. Jetzt aber schnell. Hoffentlich schaffe ich es noch. Tamara ist bestimmt sauer. Da bist du ja endlich. War so viel Verkehr? Ja, total. Und am Isartor war auch noch ein Stau. Und was hast du dann gemacht? Ich habe ja ein Navi. Das hat einen anderen Weg gefunden. Und? War der andere Weg schneller? Ja, schon. Aber dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. Oh, und wo stehst du jetzt? Im Parkhaus. Und bei dir? Hat alles geklappt? Ja, keine Verspätung bei der U-Bahn. Und die Straßenbahn ist auch gleich gekommen. Ah, gut. Das nächste Mal fahre ich auch nicht mit dem Auto. Komm, jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Oh ja, du hast recht. Das Konzert beginnt gleich. Gut gesagt. Sie sind ungeduldig. Jetzt steht der Zug schon eine halbe Stunde. Mensch, wann geht es weiter? Wird die blöde Ampel denn nie grün? Ist das nervig. Das dauert ja ewig. Hallo Maike. Hallo Jana. Super, dass du nach München kommst. Und natürlich kannst du bei mir übernachten. Dann haben wir mehr Zeit. Oh, super. Das freut mich. Du kommst mittags an, oder? Ja, warte kurz. Der Zug kommt um 11.37 Uhr an. Okay. Da muss ich leider noch arbeiten. Aber du kannst einfach allein zu mir kommen. Den Wohnungsschlüssel gebe ich der Nachbarin, Frau Schröter. Die ist immer da. Cool, danke dir. Sag mal, wie komme ich nochmal am schnellsten zu dir? Letztes Mal sind wir am Bahnhof rechts gegangen, oder? Ja, genau. Du gehst einfach aus dem Bahnhof raus und dann am Kaufhaus vorbei. Hinter dem Kaufhaus gehst du an der zweiten Straße links und dann bis zum Park. Du gehst dann einfach durch den Park, immer geradeaus. Am Ende vom Park ist schon meine Straße. Die Hausnummer 12 ist gegenüber vom Park. Okay, wie lange dauert das? Zu Fuß brauchst du ungefähr 10 Minuten. Hast du viel Gepäck? Nein, nur einen Rucksack. Das ist kein Problem. Und wann kommst du nach Hause? Ich hoffe, dass ich um 13:30 da sein kann. Dann können wir noch was essen gehen, okay? Ja, super. Bis Montag also. Ja, bis Montag. 1. Parkhaus.
2. Kundenservice. 3. Führerschein. 4. Verkehrsmittel. 5. Wohnungsschlüssel. 6. Stadtbesichtigung. 7. Platzreservierung. 8. Wegbeschreibung. 1. Eine Geschichte aus dem Zug? Ja, da weiß ich was. Das kennt ja jeder. Man sitzt im Zug, möchte lesen oder arbeiten, aber es geht nicht, weil zum Beispiel eine lustige und laute Reisegruppe im Zug ist oder weil jemand laut telefoniert. Wie die Geschäftsfrau letzte Woche im Zug. Sie hat sehr laut telefoniert und über Details wie Zahlen, Probleme in der Firma, mit Geschäftspartnern oder auch mit Kollegen gesprochen. Alle im Abteil konnten und mussten mithören. Nach einiger Zeit hat die Geschäftsfrau plötzlich gesagt: "Ach, entschuldige, ich muss jetzt Schluss machen. Ich schreibe dir alles andere in einer Mail." Mein Nachbar hat geklatscht. Ich habe sofort mitgemacht. Und dann haben fast alle Leute im Wagen geklatscht. Ich glaube, so schnell telefoniert die Frau nicht mehr laut im Zug. Eine Zuggeschichte von mir. Ach ja, ich fahre viel mit dem Zug. Ich pendle jeden Morgen nach Frankfurt zur Arbeit. Einmal war ich morgens sehr spät dran. Ich hatte es eilig und der Zug war schon am Gleis und sollte gleich losfahren. Ich bin so schnell ich konnte zum Zug gelaufen und hineingesprungen. Geschafft! Direkt hinter mir sind die Türen zugegangen und der Zug ist losgefahren. Ich habe mich auf einen Platz gesetzt und ein Buch gelesen. An der dritten oder vierten Haltestelle habe ich aus dem Fenster gesehen. Wo war ich? Ich habe den Bahnhof noch nie gesehen. Ich habe meinen Nachbarn gefragt: "Entschuldigung, ist das der Zug nach Frankfurt?" "Frankfurt? Nein, der Zug fährt nach Hamburg." Ich bin in den falschen Zug gestiegen. An dem Tag bin ich 2 Stunden zu spät zur Arbeit gekommen. 3. Letzte Woche war ich mal wieder mit der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Am Ostbahnhof hat der Zug sehr lange gestanden und die Türen sind nicht zugegangen. Ich war nervös, denn ich hatte einen wichtigen Termin. Was war da schon wieder los? Dann ist eine Durchsage gekommen und alle im Zug mussten lachen, ich auch. Die Durchsage war ungefähr so: "Gehen Sie bitte aus der Tür, wir können sonst nicht weiterfahren. Wenn Sie auf einen Freund warten möchten, fahren Sie bitte mit dem Auto." Das war lustig, aber zu meinem Termin bin ich an diesem Tag trotzdem zu spät gekommen. 4. Eine lustige Zuggeschichte? Ja, also, ich war mal im ICE von Augsburg nach Berlin unterwegs. Alles war in Ordnung. Auf einmal hat es eine Durchsage gegeben: "Sehr geehrte Fahrgäste, im Moment haben wir leider Verspätung. Wir kommen 20 Minuten später in Berlin an. Wir möchten aber gerne pünktlich sein, also fahren wir jetzt schneller und hoffen, dass wir doch noch pünktlich ankommen." Kurz vor dem Bahnhof in Berlin ist dann die nächste Durchsage gekommen: "Sehr geehrte Fahrgäste, wir sind jetzt 10 Minuten zu früh in Berlin. Leider ist unser Gleis noch nicht frei. Wir kommen deshalb auf Gleis 7 an und nicht auf Gleis 15. Alle Leute im Zug haben gelacht.